Schockierende Corona-Zahlen aus den USA. Dort sind nämlich mittlerweile mehr an dem Virus gestorben als im Zweiten Weltkrieg. Und schockierendes, unmoralisches Angebot an Laura Müller. Ein Pornodarsteller bietet ihr jetzt tatsächlich eine Mega-Gage für einen Erotikfilm. Damit Servus und Hallo zu eurem kurzen Update von Krone TV. Herzlich willkommen bei Push am Donnerstagabend. In den USA steigen die Corona-Zahlen weiter. Mittlerweile sind dort schon mehr als 406.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Damit verursacht die Pandemie schon jetzt mehr Opfer, als während des Zweiten Weltkriegs US-Soldaten im Kampf gefallen oder auf andere Art und Weise gestorben sind. Die Vereinigten Staaten sind von den Toten- und Ansteckungszahlen her das am schlimmsten von der Pandemie heimgesuchte Land der Welt. Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 24,4 Millionen Ansteckungsfälle in den Vereinigten Staaten registriert. Der neue Präsident Joe Biden hat gestern noch die Bekämpfung der Pandemie zur Priorität seiner ersten Amtsmonate erklärt. Aktuell läuft hier die Zulassung vom Corona-Impfstoff von AstraZeneca bei der EU. Sobald die erteilt ist, werden dann auch Dosen von dem Pharmakonzern nach Österreich geliefert. Jetzt überarbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Oxford aber das Mittel gemeinsam mit dem Pharmaunternehmen. Sie wollen es nämlich so modifizieren, dass es auf jeden Fall auch gegen die neuen hochansteckenden Mutationen eingesetzt werden kann, die in Großbritannien, Südafrika und Brasilien entdeckt worden sind. Und wo wir gerade beim Thema Corona sind, bis jetzt haben wir ja immer, wenn wir über das Virus geredet haben, solche Bilder gesehen, so Animationen. Jetzt ist es aber zum ersten Mal Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Österreich gelungen, einen echten, dreidimensionalen Blick auf den witzigen Erreger zu ermöglichen. Das Besondere daran, es handelt sich eben nicht nur um ein Modell, sondern um eine echte 3D-Abbildung von einem Covid-19-Erreger aus schockgefrorenen Proben. Die Technik dazu kommt von der Firma Nanographics, das ist quasi ein Spin-off von der Technischen Universität in Wien. Die neue Methode soll Forschern jetzt dabei helfen, biologische Mikroskopiedaten leichter und schneller zu analysieren. Und wo wir gerade bei FFP2-Masken sind, die sind ja ab Montag im Handel und in den Öffis Pflicht. Das finden viele in Österreich sehr gescheit und sinnvoll. Manche regen sich aber auch ziemlich darüber auf. Da habe ich eine ganz gute Meinung dazu. Das ist eine reine Geschäftssache, aber eine reine Geschäftssache. Das ist der Herr Kurz, macht da ein Riesengeschäft mit den Schase, hätte ich gesagt. Weil jetzt brauchen wir ein Jahr die, was sie tragen, und ist nichts gewesen, und jetzt brauchen wir die. Ich finde es für eine Riesensache. Ja, schon, weil die medizinisch sind. Und ich finde, es ist ein besserer Schutz. Ich werde mich auch eindecken. Und ich bin schon in einem Alter, ich werde mich impfen lassen. Ich habe die jetzt bekommen, 10 Stück, und das ist eine von den besten, die ich hatte, weil ich kriege trotzdem Luft. Ja. Also prinzipiell finde ich es schon wichtig, aber es kommt halt darauf an, zu welchem Preis. Und wegen dem Preis haben sich schon quasi alle großen Supermarktketten gemeldet. Die FFP2-Masken gibt es ab heute quasi überall um 59 Cent pro Stück. Übrigens fallen ab jetzt auch die 20% Mehrwertsteuer darauf weg. Und natürlich war er gestern im Mittelpunkt, Joe Biden, bei seiner Angelobung als neuer Präsident der USA und Kamala Harris als seine Vizepräsidentin. Aber er war der geheime Star des Events. Bernie Sanders, der Senator und ehemalige Gegenkandidat zu Joe Biden bei den Vorwahlen. Er sitzt nämlich gestern einfach in einer praktischen Winterjacke und mit seinen auffälligen Strickfäustlingen da. Und damit wird er zum Internet-Hit. Auf einmal entstehen hunderte Memes. Auf Twitter kursieren nach kürzester Zeit unzählige Fotomontagen, die Sanders in allen möglichen und unmöglichen Situationen zeigen. Übrigens, seine Fäustlinge sind aus recycelten Pullovern und alten Plastikflaschen. Und sie haben einen eigenen Twitter-Account. Dieser Lehrer ist der Held seiner Schule, St. Paul's aus England. Der bringt im zweiten Lockdown wieder seinen Schülerinnen und Schülern das Mittagessen nach Hause. Das hat er schon im März im ersten Lockdown in England gemacht. Damit stellt er sicher, dass die Kinder, die teilweise aus sehr armen Verhältnissen kommen, was Gescheites zum Mittagessen bekommen und dass die Eltern und die Kinder auch keinen zusätzlichen Grund haben, das Haus verlassen zu müssen. Dafür ist er sogar auch schon von der Queen geadelt worden.
Und wir kommen zum Schluss noch zu einem unmoralischen Angebot an Laura Müller. Ein Erotikstar bietet der Frau von Michael Wendler richtig viel Geld dafür, dass sie einen Porno dreht. Der Amateurdarsteller Manuel Stallion bietet der 20-Jährigen 100.000 Euro für ein Erotik-Casting. In der Bild-Zeitung sagt er, dass sich Laura Müller damit finanziell unabhängig von ihrem Mann machen könnte, dass sie eine tolle Figur hat und dass sie sicher großartig auf Knien ausschauen würde. Gut, für den Playboy hat sie sich ja schon ausgezogen, aber ob sie das Angebot für Sex vor der Kamera annimmt, ich habe das Gefühl, sie wird sich bald dazu melden. Das war's für heute mal mit Push. Die nächsten aktuellen Infos von Krone TV gibt's um 20 Uhr in den News und Push ist dann morgen wieder für euch da. Ab 8 Uhr, dann morgen wieder mit der Anna. Boom, 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 boom.